So, herzliches Willkommen. Eigentlich sollst du das Fenster abgreifen, mein Lieber. Kriegst du das nicht gebacken? Das hat doch vorhin funktioniert. Ah ja, geht doch. So, jetzt. Ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt. Wir starten eine Runde. Nicht Phasmophobia, sondern Phantasmagoria. Ist ein bisschen älter, das Spiel. Habe ich auch noch nicht selber gespielt. Aber festgestellt, dass ich das vor Ewigkeiten mal irgendwann auf Steam gekauft habe. Und von daher dachte ich mir dann, okay, schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Und ich bin mal gespannt, was es ist, wie es so läuft und wie wir dann vorankommen. So, dann würde ich mir gerne mal die Anleitung ansehen. Und dann starten wir danach eine Runde ins Spiel rein. Adrian! Was ist los, Liebling? Oh. Es war grauenhaft. Es war nur ein böser Traum. Du musst keine Angst haben. Ich werde dich immer beschützen. So, hoffen wir mal, dass er sie auch dann wirklich anständig beschützt. Ja, das war die kleine Einleitung. Und, ich sehe gerade, ich sollte es vielleicht ein bisschen leiser machen, das Spiel. Es brüllt doch eine ordentlich hier rum. Gut, aber das dürfte zu weit gewesen sein mit der Einladung, wie gesagt. Wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Kann ich es über die Tastatur machen? Ja, das ist schön. Und natürlich mit Kapitel 1, bitte.
Morgen, Liebling. Morgen, Schatz. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ja, eine riesige. Jemand hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Ich hatte einen Albtraum, tut mir leid. Letzte Nacht scheint dich das nicht gestört zu haben. Ah, nee. Es war unsere erste Nacht hier, ist noch ungewohnt, mehr nicht. Ja, ich weiß. Klingt dumm, aber dieses Haus ist komisch. Stimmt, es ist anders. Der Typ, der es gebaut hat, war wohl ziemlich abgefahren. Hi, Spaß. Wie geht's dir? Na, was hast du denn heute vor, Liebling? Ich weiß noch nicht. Ich habe schon fast alles ausgepackt. Und vielleicht sehe ich mir die Umgebung an. Und du? Also dieses Badezimmer im ersten Stock. Ja? Ich möchte daraus eine Dunkelkammer machen. Es dürfte den Rest der Woche dauern. Mit Sicherheit. Hey, was ist in der Schachtel? Oh, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal. Oh, Weihnachtsschmuck. Hey, schau mal. Was ist das? Moment. Erinnerst du dich daran? Ja, das war mein Halloween-Geschenk. Du Ratte! War Weihnachten, als du mir den Antrag gemacht hast. Bist du dir sicher, dass ich... Ja. Natürlich, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. In Ordnung, Freispruch. Na, ich fange lieber mal an. Ich habe noch viel zu tun heute. Weißt du was? Ich glaube, das behalte ich. Erinnert mich an diese schicksalsträchtige Nacht. Arbeite nicht so hart. Bis später. So, und dann können wir jetzt hier mal die Steuerung übernehmen. Hallo Tyrell. Ja, ich tatsächlich auch noch nicht. Aber ist gerade etwas retro-lastiger hier. Ich habe es seit längerer Zeit mal auf Steam gehabt und deswegen dachte ich mir, können wir es jetzt ja mal ausprobieren. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Okay. Streichhölzer. Und damit... Okay, dann können wir das hier jetzt nicht mehr weiter benutzen. Gut. Wir können es nochmal hinsetzen. Glaube ich erstmal nicht nötig, oder? So, fertig. Let's Play zu Ende. Ansonsten können wir hier, glaube ich, erstmal auch nicht allzu viel machen. Wie das aussieht. Gehen wir mal nach nebenan. Sprich, in die Dunkelkammer. Nee, Rumpelkammer ist es ja. Dunkelkammer macht er ja. Klick, klick. Ah. Uns hier noch ein bisschen dran gütlich tun. Ups, eine Falltür. Achso, jetzt mal das Licht wieder aus, wenn du rausgehst. Na gut, vielleicht brauchen wir irgendwas zum Aufhebeln. Sollte sowieso. Ich habe das generell ab auf erwachsene Audienz gesetzt.
Aber ja, ich habe schon mitgekriegt, das soll wenig übel werden. Bin mal gespannt. Ah, Schürhaken. Denk mal, das können wir dann gebrauchen. Ich bin der Hintkeeper. Ich verfolge jede ihrer Bewegungen. Bitten Sie mich um Rat, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Aber greifen Sie nur selten auf mich zurück, um sich nicht selbst den Spielspaß zu nehmen. Okay. So, scheint hier erstmal nichts zu sein. Wir können ja, glaube ich, nochmal dran, oder? Ne, das war das Stoppzeichen. Ja, okay. Ne, habe ich standardmäßig eingestellt. Die sind immer ab 18. Egal, was gespielt wird. Hübsch gemacht. Können das Ding aber noch benutzen. Und nur zum Aufwärmen. Okay, gut. Hier sieht so aus, als wäre da noch irgendwas, aber... Ne. Dann schauen wir mal weiter. Okay, hier geht's raus. Will ich unbedingt schon raus? Ne, ich glaube, ich bleibe erstmal mal im Haus drin. Und schaue mich da noch ein bisschen um. So, dann können wir uns hier am Wasserhahn noch etwas gütlich tun. So ein Glas Wasser kann ja nicht schaden. Aber schön, dass wir hier so viele Interaktionsmöglichkeiten eingebaut haben. Sonst geht. Warte mal, hier geht's noch raus, sehe ich gerade. Oh nein, Rundumsicht. Ah, scheint eine Zeitung oder irgendwas zu sein. Nehmen wir mit. Sehr gut. Können wir die Katze mitnehmen? Hi, Spaß. Hast du dich schon eingewöhnt? Hm, Mietzi? Scheint ja einigermaßen zufrieden zu sein, die Katze. Da gibt es aber auch nichts Interessantes, wie es scheint. Da oben? Ja, stimmt, die Bilder. Ansonsten ist das hier alles
mehr oder weniger leer. Wo geht's hier hin? Da gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Und können auch ein Klavier spielen. Oder das zumindest mal versuchen. Okay, dann haben wir jetzt ein wenig Musik. Warum nicht? Ja, zumindest für ein bisschen Alkohol gesorgt. Willst du aber nicht mitnehmen. Na, vielleicht kommt das noch. Mist, verschlossen. Ja, scheint so. Das hat tatsächlich ja einiges zu nehmen, was haben wir da hinten Schönes. Was zum Teufel war das? Eine Spielmünze. Was soll's, ich probier's. Das klingt ja erstmal nicht so vertrauenserweckend. So, ich glaube, rausgehen wir auch noch nicht. Gehen wir mal nach oben. Ich kann bei unserem Mann ein wenig helfen. Freut sich. Hoffentlich. Haben wir hier irgendwas? Ne, wir haben nur doch da was zum Angrabbeln. Okay, dann gucken wir einfach nur runter. Ordnung in Ordnung. Dann fangen wir einfach mal links an. Scheint ja sehr auf Anzüge und Fliegen zu stehen, habe ich den Eindruck. So, können wir eine Runde Dinner for One spielen? Scheinbar nicht. Jetzt können wir uns malen lassen. So,
bin noch ins Bett. Was haben wir da noch an der Kommode? Den kannst du auch ruhig mitnehmen, meine Liebe. Auch nicht, dann halt nicht. Suchen wir mal die Schubladen. Geraucht hat er wohl. Ja, das scheint aber auch erstmal noch nicht weiter interessant zu sein. Hey, alles okay? Das Bett. Das Bett hat nach mir gegriffen. Das Bett hat nach dir gegriffen? Ja. Yeah. Oh, beruhig dich. Warte hier. Ich werde dir was zeigen. Nein. Beruhig dich endlich. Schau. Alles in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches. Meine Güte, diese alte Hütte regt deine Fantasie an, oder? Oh, Liebling. Ich muss zurück zur Arbeit. Beruhigst du dich jetzt bitte? Sicher? Okay. Keine Panik, hä? Okay. Ich weiß nicht, ob dann das gerade bei Leuten, die halt verschiedene Probleme oder halt Wahnvorstellungen haben, ob das dann großartig was bringt, hinzugehen und sagen, ja, guck mal, hier ist doch gar nichts. Wer weiß, wer weiß. Hallo Fube, einen wunderschönen guten Abend. Gut, ich glaube, dann haben wir hier in der Ecke alles soweit mitgenommen. Hier gerade was? Da können wir es auch nochmal draufsetzen. Können wieder raus. Geht's hier eigentlich noch weiter zufälligerweise? Nö. Speichere mal sicherheitshalber ab. Ich habe keine Ahnung, ob es hier ein Permadev gibt. Ja, ich hatte es halt mal vor Ewigkeiten rumfliegen gehabt. Oder längere Zeit jetzt auf Steam rumfliegen gehabt und dachte, ich schaue es mir mal an. Ach, da können wir es auch noch draufsetzen. Ja. Schön. Sehr gut gemacht. Okay, dann sollten wir hier tatsächlich alles haben. Schauen wir uns mal weiter um.
Na, die Tarotkarten oder was sind das? Packst du ein? Könntest du hier nochmal ins Bett legen? Ah, okay. Dann schauen wir doch mal. Gut, da scheint dann die Dame des Hauses zu sein, so wie es aussieht. Ja gut, dann gucken wir mal, wie wir hier durchkommen. Wenn ich Glück habe, finde ich ja vielleicht alles. Mein liebster Gaston, ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen, mein Engel. Es ist schon viel zu lange her. Lass uns ein paar Augenblicke für uns stehlen, wenn wir nächste Woche auf Soltans Fest sind. Wir treffen uns im Aussichtsturm, weg von all dem ausgelassenen Treiben. Mein Engel, wie ich mich nach deinen süßen Küssen sehne, nach deinen starken Armen, die mich halten, mich schützen. Oh ja, mein Geliebter, ich brauche Schutz. Ich fürchte, mein Mann beginnt etwas zu ahnen. Er beobachtet mich Tag und Nacht. Vielleicht können wir uns fortstehlen, fortlaufen. Für immer aus seiner Reichweite. Mein einziges Glück ist der Gedanke an dich, mein Engel. Für immer in tiefer Liebe, deine Marie. Na gut, na gut. War das jetzt? Achso, wir können in den Spiegel reingucken. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Okay, hier lässt sich dann immerhin mal oder nicht hinreißen. Ne? Ich wollte eigentlich rausgehen. So, dann haben wir hier aber alles soweit, oder? Okay, das ist einfach das Bett von der anderen Seite. Hallo Gepo, guten Abend. Ja, ist gerade sehr, sehr schinkenzeitig.
okay, Liebling? Scheiße! Bist du okay? Ah, der Schraubenzieher, mehr nicht. Verdammter Abfluss. Lass mich mal. Ich bin okay, wirklich. Weißt du was? Abflussreiniger müsste gehen. Haben wir welchen? Ich glaube nicht. Verdammt! Diese alten Rohre sind alle verstopft. Kann ich dir was helfen? Ja, kannst mir das Ding geben? Danke, Liebling. So, angekommen. Hallo, Blacky. Und vielen Dank für den Host. Sehr nett. Ja, ein relativ altes Adventure. So, achso, du meinst das Originalspiel? Quietsch, quietsch. Na, schauen wir mal. Wann bist du mit der Dunkelkammer fertig? Oh, wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen. So, alles klar. Ja, wie gesagt, die hatten halt das vorm Greenscreen gedreht und dann halt die Leute dann so weit reingepackt. Das war ganz schön geworden. Und ich mag ja so Full-Motion-Videogames. Genau, ja. Es gibt auch keinen Schattenwurf und so, aber... war ja damals dann noch nicht so weit. So, was haben wir hier noch schön? Ein Grammophon. Ja, für so ein Adventure ist es dann doch ziemlich düster. Autsch! Ja, mein Vater hat damals auch sehr drauf geachtet. Ja, es ist ja so ein paar düstere Adventures gab es ja dann doch. Allerdings. Und guck mal ein, was sind das, ein Elch? Wie es aussieht. Ich glaube, die meisten waren dann doch relativ fröhlich. Ja, stimmt. Ich glaube, das macht es bei jedem Spiegel. Wer ist sicher. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch irgendwelche... Spontan fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Ja, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Arme Bär.
Da ist gerade irgendwas zum Anschauen. Ja, Golden Eye war auch was, das stimmt. Das war tatsächlich auch ziemlich witzig gewesen. Ja, irgendwie musste ja bei den, also mit den 7 CDs, irgendwie musste ja die ganzen Videosequenzen unterkriegen. Mein Gott, was ist das? Das ist Magie. Das ist von 95, glaube ich. 95 oder 97. Nee, das ist tatsächlich ein englisches Spiel. Ich hab's halt mit... Also das ging noch einigermaßen... Steam hat ja nur die englische Version. Gibt's halt ein paar Patches, die das jetzt auf Deutsch gemacht haben oder Deutsch überspielt haben. Den zweiten Teil, da gibt's zwar auch einen Deutsch-Patch für, allerdings habe ich das Spiel danach nicht mehr zum Lauf gekriegt, weil der halt von das eben dann von ich glaube von DOSBox auf ScumVM wechselt oder von ScumVM auf DOSBox. Auf jeden Fall ändert er halt den Emulator, mit dem das gespielt wird. Danach startet das Spiel dann leider nicht mehr. Muss ich mal gucken, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, das zu fixen. Oktober 95, ja genau. Und es könnte ja nochmal kratzen. Also ich glaube, es waren 95, als ich da die Beschreibung zusammengeschrieben habe. So viel hast du nicht. Also wir haben gerade mal, also sie hat halt Albträume, die sind halt hier in das Haus eingezogen, sie und ihr Mann. Und wir erkunden das halt gerade. Nee, auch hier. Das ist auch von Sierra. Hast du schon richtig erkannt. Na sowas. Da steckt ein Schlüssel in der Tür. Brauche ich mal irgendwas, um den rauszudrücken. Ja, ist die Frage. Ist das nur ein Albtraum oder geht's noch weiter? Ganz nett hier. Okay, also hier haben wir noch eine Staffelei. Ja, genau, das ist teilweise halt ein bisschen komisch mit den Türen. Meinst du, dass man sich halt, also ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt mit irgendeinem spitzen Gegenstand den Schlüssel rauskicken, auf eine Zeitung fallen lassen? Ah, eine Zeitung.
Und den dann halt unter der Tür rausziehen. Mhm, ja. Was ist denn das? Aber ich meine, rein theoretisch müsste das ja hier auch gehen. Also wenn halt genug Platz hinter den Türen ist. Natürlich. Ja, die Zeit kommt ja ungefähr mit Tomb Raider. Haben wir hier? Achso, das ist wahrscheinlich unser Schlafzimmer. Fernsehen ist wohl nicht. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, so teilweise waren da so ein paar Lücken noch. Also meine Tür hat zumindest ein bisschen was an Dings da gehabt. Also ein kleiner Schlüssel wird durchpassen. Aber die ist auch schon etwas älter und durch. Geld mitnehmen? Warum nicht? Komisch, ich dachte, ich hätte den Laptop abgeschaltet. Wohl doch nicht. So, dann ist jetzt wenigstens Ruhe. Gut, hier können wir es nicht ins Bett legen. Ich glaube, nach dem einen Albtraum reicht das dann auch. Ja, ich glaube, solange die Schlüssel nicht zu dick sind, sollte das mehr oder weniger funktionieren. Ich hätte auch für die Beschreibung jetzt mal nachgeschaut, ob es da noch irgendwie, also zumindest bei Amazon, das als Box-Version zu kaufen gibt, aber das, die zwei Artikel, die ich gefunden habe, waren halt schon komplett ausverkauft. Schranktürschlüssel, ja, genau. Kartondichtung, ja gut, das ist dann natürlich etwas problematisch. Aber gut, ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Und versuchen wir, ob wir die Falltür hier mit dem Schürhaken aufkriegen. Gucken wir mal, was im Keller so abgeht. Ja, das ist halt immer etwas ärgerlich. Ich meine, hier war die Zeitung, ne? Können wir die jetzt mitnehmen? Ah, die haben wir schon eingesteckt, okay. Ganz vergessen. Genau, die Renderkatze. Haben wir allerdings schon gestreichelt, deswegen können wir da jetzt gerade nicht mehr ran. Im Kühlschrank waren wir noch gar nicht.
könnte passen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie übt sich mit dem Einbrechen? So, ich taste an. Gut, dann... Die Sache nochmal anschauen. Muss ich jetzt irgendwie ganz genau klicken? Oder müssen wir tatsächlich erst das Licht anmachen, bevor du hier arbeitest? Okay. Ohne Licht geht wohl nichts. Inverses Einbrechen, okay. Oh, netterweise können wir den noch behalten. Vielleicht können wir uns dagegen irgendwelche Monster verteidigen oder so. Licht. Ja. Hier ist ja stockdunkel. Ja, du hast ja hier Streichhölzer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen haben die wahrscheinlich auch alle Waffen in der Wohnung bei den USA, dass sie sich gegen Einbrecher erwehren können, statt halt anständige Türen zu machen. So, was haben wir denn hier Schönes? Liegt auf jeden Fall was. Staubig. Leer. Also ist das hier nichts mit großer Weinprobe. Hammer, auch nicht schlecht. Wir haben hier langsam unser komplettes Waffenarsenal zusammen. Nee, nix mit Weinprobe. Okay, wir können es vielleicht hier noch dran ketten. Was bleibt Kerzen gerade stehen? Ja, genau. Achso, meinst du für die Person?
Ich denke, die werden dann auf dem Boden das Layout so hingemacht oder abgeklebt haben, dass sie wissen, wo sie wie jetzt hinlaufen müssen. Natürlich wird auch alles direkt wieder aufgeräumt, wenn man den Raum verlässt, weil man halt dann nur einen Hintergrund animieren muss, wenn die Leute reinkommen. Oder ist halt einfach sehr ordentlich, das kann natürlich auch sein. So, ich glaube, jetzt können wir mal rausgehen. Ich glaube, hier drin haben wir erstmal nichts groß zu erledigen. So, da geht's weiter. Da wird's wieder zurückgehen. Wir haben noch ein Grab oder einen Friedhof gefunden. Okay, können wir den umschmeißen, den Baum? Oder müssen wir den umsägen? Das wäre ein weiter Sprung. Ja, genau. Wir können aber nicht mit dem Ding interagieren. So, wo geht's da hin? Ah, jetzt sind wir quasi wieder hier am Vordereingang oder überhaupt mal am Vordereingang angekommen. Guter BMW. Da müssen wir von innen wohl ran. Ja, das kann sein. Okay, gut zu wissen. Gut, wir haben mal angekommen. Wir können jetzt hier wahrscheinlich noch so ein bisschen umschauen. Ich glaube, wir rennen einfach mal rein. So ein Mist aber auch. Mit dem Hund irgendwie? Ja, können wir. Sehr schön. Hey, alter Junge. Braver Hund. Hier können wir nicht irgendwie interagieren. Genau, so ein guter Hund. Wahrscheinlich liegt es an dem Katzengeruch, den sie an sich hat. Ah, Hallöchen. Hallo, 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 junge Dame. Na, was wollen Sie für mich tun? Ja, sind Sie Bob Tompkins?
Na, also gestern war ich's noch. Mein Mann hat ein Haus von Ihnen gekauft. Zu schade, dass Sie einen Mann haben, Süße. Gut, nehmen Sie Platz. Ja. Ja, wie ist sein Name? Arschloch. Bitte nochmal. Was war das? Gordon. Donald Gordon. Gordon. Gibson, Gelson, Gordon. Ah, Donald Gordon. Jawohl. Oh. Ihr seid die beiden, die den alten Karawasch-Besitz gekauft haben. Es heißt Karnowasch. Hey, Ihr Mann ist doch dieser berühmte Fotograf, der für all diese Illustrierten arbeitet. Ja. Er hat für ein paar Magazine gearbeitet. Im Moment arbeitet er an einem Projekt für Newsday. Und Sie, junge Dame, schreiben doch sicher, nicht? Ja. Ich bin Romanautorin. Romane? Was? Ja, was haben Sie denn geschrieben? Sagt Ihnen der Titel Blue Moon Rising was? Naja, nicht, dass ich wüsste. Wundert mich nicht. Naja, junge Dame, das ist dann wohl genug für heute. Außer Sie wollen noch was anderes. Ja, das glaube ich gerne. Danke. Ja, der scheint doch ein bisschen schleimig zu sein, das stimmt auf jeden Fall. Was hast du da noch rumliegen? Du setzt dich einfach nur. Und machst auf beleidigte Leberwurst. Okay. Natürlich auch nicht verkehrt. Da ist noch was. Ja? Schlüssel. Sind Sie sicher, dass Sie uns alle Schlüssel gegeben haben? Das sind ein paar verschlossene Türen. Er hat alle Schlüssel von mir. Aber bitteschön, schauen Sie selbst. Okay, dann schauen wir doch mal.